Total und recht herzlich willkommen beim Flimmerheinze, Flimmert sich eins, und heute habe ich mal wieder Besuch von Frank Wendler, der wahre, echte Wendler, der auch richtig Musik macht, und der macht neue Musik. Welche machst du denn? Ja, es ist halt ein bisschen ein modernerer Sound. Grüß dich erstmal. Ja, herrlich, wie der Sound. Schön, dass du da bist. Ja, ist doch wahr. Ist schon ein paar Tage her. Irgendwie verlieren wir uns ja nie aus den Augen. Korrekt. Also wir haben uns gerade von der Tür getroffen, da habe ich gesagt, komm rein. Und dann setzen wir uns hier hin und legen los. Warum legen wir los? Weil auch heute mit Star Wars. Er ist ja nämlich auch ein Star Wars Fan. Richtig. Und hast du irgendwelche Texte gesehen vom Neuen schon? Oder? Ja, ich habe nur mal diesen Teaser da gesehen. Ja, auf mich wirkt der eigentlich schon interessant. Wobei man kann sich immer darüber streiten. Ich meine, du hast ja, glaube ich, auch eine etwas andere Meinung, habe ich auch mitgekriegt. Ja, ich sage auch, als Gründer dazu gar nicht. Ich glaube, wenn ich dann so richtig in Erinnerung habe, warst du nicht ganz so begeistert von dem Teaser. Aber gut, was soll man machen? Ja, ich meine, es ist wie es ist, wie man gehört hat, liegt ja jetzt in anderen Händen, die ja, daran arbeiten. Yeah. Die alten Herren der Garde sind nicht mehr da. Was ich schade finde, ich meine, an sich fand ich es eigentlich immer schön. Aber gut, die Zeiten ändern sich, ein anderer, wie sagt man schon, Ja, es ist eine New Generation. Ja. Wir sind die Alten von 79, 77 übrig geblieben, sag ich jetzt mal. Wir sind am Anfang. Wir sind die Old Garde, um die Welt. Mein größter Liebling steht da. Welcher? Der größte Liebling, meine Damen und Herren. Das ist mein größter Liebling. Ja, das glaube ich auch. Der spricht immer rückwärts. Ja, so rückwärts spricht der. Ja, rückwärts, genau. Das kann ich leider nicht. Ja, kannst du schon mal einen dummen Spruch von ihm? Rückwärts? Ja. Sein musst du oder so ähnlich. Ja, sein. Er hat so ein bisschen was von Goethe, wie er spricht. Ja, richtig, wie Goethe, aber verkehrt rum. Genau, und dann verkehrt rum, richtig. Da war noch was. Ja, dann haben wir den Piepsen noch hier, den Piepsen haben wir auch, ne? R2-D2. Also er überlebt, glaube ich, und der andere. Ja. Der nicht, der hängt da, hängt da so Strick rum. Der, habe ich gehört, macht sich von dann. Ja. Könnt, schade drum. Könnt ihr mal eben sehen hier, wir blenden hier ein, hier könnt ihr sehen, ne? Das ist dieser 234, der wo die alle. Und da seht ihr auch, wie die da. Ja, genau. Ja. Diese Ansatz, ne, die beiden hauen ja mal wieder einen kaputt. Richtig. Vorher haben sie die Snoke, ne? Ja. Und 8 den Snoke. Ganz raffiniert. Und hier wird ja so eine Art Darth Vader zerbröselt. Ja, richtig, genau. Viele schreien ja Teaser, Spoiler. Wisst ihr, Spoiler gibt es an sich gar nicht. Es gibt eine Unterhaltung über etwas. Ja. Ja? Man unterhält sich immer. Wir beide sind halt Fans der 70er Jahre, wir haben auch unser Alter. Wir verabschieden sozusagen Star Wars, kann man so sagen. Wird anders. Ich werde Disney Plus sicherlich aufnehmen und mit Disney Plus arbeiten, nicht gerade, aber mir anschauen, so wie Netflix etc. Ja. Wenn es okay ist, dann sind wir mal zufrieden. Ja, also wie gesagt, wenn die alten Filme mal laufen, die gucke ich mir immer noch gerne an, ja. Nach wie vor. Und die kann man sich, ist wie gute Musik, gab es gute Filme, und kann man immer wieder gerne anschauen. Also wir bleiben Star Wars Fans. Genau. Wie gesagt, darum geht es aber heute nicht. Zusammen recht herzlich willkommen ist der Wendler, der wahre echte Wendler, und der singt, und wir singen. So, jetzt sind wir nämlich von Star Wars weg, jetzt sind wir wieder bei Wendler, da bleiben wir jetzt auch. Nur hängen wir wieder bei mir, Jetzt hängen wir wieder bei dir, jetzt hast du den schwarzen Peter. Genau. Ja, aber was soll's. Es ist wie es ist. Ich habe immer noch Spaß an der Musik. Ja, richtig. Und deswegen mache ich das Ganze ja immer noch. Mhm. Wahrscheinlich, wie ich den Deckel draufkriege. Vielleicht falle ich ja wie der Hester das irgendwann mit 105 von der Bühne oder so. Keine Ahnung. Nein, können wir einige Lieder anhören. Warum denn nicht so tanzfähig? Und du hast auch deine Fans. Ja. Ja, an alle Fans von Wendler, geht bitte auf die Seite und, ne, ihr wisst ja, bei Facebook und bei YouTube kommt auch, da reden wir auch gleich drüber. Ja, wie gesagt, die Zeit ändert sich, die Musik ändert sich, man muss immer nach neue Wege suchen. Ja, und jetzt, wie gesagt, am 1.11. kommt die nächste Veröffentlichung von meinem Titel Gesucht nach dir. Mhm. In der Art gab es schon mal sowas vor 2 Jahren. Mhm. Aber jetzt halt neu verpackt, neu produziert, neues Studio. Und ich bin selber echt begeistert davon. Mhm. Ist ein neuer Weg und vielleicht wird es ja jetzt mein Weg, die Art der Musik zu machen. Der nächste Song ist auch schon in Arbeit, der wird vielleicht auch noch diese Woche fertig. Wird also kurz danach noch eine neue Veröffentlichung geben und man arbeitet halt weiter dran, noch ein paar Songs zu machen in der Richtung. Und schauen wir mal, ob das diesmal der richtige Weg ist, ob es noch besser angenommen wird. Es ist halt schwierig, Musikgeschäft. Nein, ach, ist ja alles so. Ja. Hier Star Wars kann plötzlich auch entgleiten, kann auch gleich durch Disney Plus wieder einsteigen ins Gleis. Richtig. Wer weiß das? Ja. So, bei dir genauso. Du machst deine Musik seit den 70er Jahren. Du hattest zwischendurch mit dem Nobel-Ärger, das wissen wir ja, über Sat.1 lief das Ganze da,
Machen wir Schwamm drüber. Aber gehört halt zum Leben dazu. Richtig. So, der heißt nun mal, oder der nennt sich Wendler, der war jetzt hier, siehst du, der eine hat ja auch wieder Ärger da gehabt, ja, weil er ihm was gesagt hat. Der Willi, der hat wieder richtig Gas gegeben, ja, und hat seinen Mund wieder aufgemacht. Ja. Ey, aber sich immer damit einen Gefallen tut, weiß man nicht. Aber jeder. Also ich bin ehrlich, das ist PR. Ja, ich denke auch. Jetzt nicht böse sein, was ich sage, aber Z-Promis, die keiner kennt, so in dem Sinne wie und so. Ich sehe das ja mit anderen Promis genauso. Also die Welt der Promis ist ein bisschen gespalten, ist also nicht mehr so, wie wir das kennen. Unsere Promis hatten einen gewissen Namen, ja, wie du gerade sagtest, Johannes Heesters, ja, das war ein Name, Johannes Heesters war ein Name, ja, und das gibt es heute mehr. Ja, das Verhalten ist anders. Wir sind jetzt YouTuber, wir sind Facebooker, wir erfinden uns neu, ich nenne mich plötzlich Zimmer 1, da lachen sie drüber. Ich muss mich ja irgendwie nennen, ich kann ja nicht dauernd mit einem richtigen Namen durch die Gegend rennen. Das ist halt so. Ja klar, die Zeit von früher war auch anders, wie gesagt, in den 70er Jahren, da war es einmal eine Hitparade, da kannte nicht die ganze Nation. Disco. Wir haben noch nicht so viele Fernsehsender gehabt, ja, erste, zweite, dritte, früher noch schwarz-weiß, Sendepause und alles. Ja. Das waren halt da verstehen die halt. Also einige Jugendliche wissen noch gar nicht, was das ist. Ja, richtig. Drei Fernsehprogramme, was ist das denn? Ja, und heute hast du rund um die Uhr Fernsehen, 24 Stunden lang, fast die ganze Sendung. Da fällt mir was auf, weil ich ja hier, wie gesagt, in so einer Produktionsfirma bin, mit Produktion zu tun habe. Jetzt angeblich ja Google 360, könnte mich ja angeblich auch sehen, da habe ich auch noch einen kleinen Disput da, aber egal, muss ich gucken, ob ich da wirklich und so. Weil wir Firmen werden ja auch hin und wieder mal aufs Glatteis geführt, ist halt so, da müssen wir durch. So schnell können wir ja gar nicht reagieren. Ihr kennt mich, ihr wisst es, wir haben ja auch Cobra, bei Cobra könntest du auch rumsingen, sag ich jetzt mal, wenn Action-Konzept dich da nehmen würde, sag ich jetzt mal. Na, und das sind so Sachen. So, also man ist bekannt. Da ist ja so Hall of Fame. Ich habe auch gerade wieder eine Autogrammkarte gekriegt aus Ostfriesland. Auf dem Weg grüße ich Ostfriesland. Habe ich ja schon extra gemacht, also extern gemacht. Wenn da weiß, ihr hängt da an der Wand, vielleicht hat die Kamera sogar schon im Range, ich weiß es nicht. Ich habe leider die Autogrammkarte jetzt nicht zur Hand. Aber können wir gleich noch einblenden. Machen wir, wir stellen uns irgendwo hin und machen das gleich nochmal. Also schaltet nicht ab, wir machen gleich weiter. Wir improvisieren, wir haben uns gerade wieder getroffen, wir haben vieles wieder vor, beziehungsweise er selbst hat vieles vor. Er ist der, also für mich ist er der wahre, ey, wie lange schon? 10 Jahre. Ja, genau, 10 Jahre. Zwischen, wir sind ja nicht anhänglich, aber wie die Zwillinge nochmal sind, wie Luft, wir sind mal auseinander, jetzt sind wir wieder zusammen, jetzt machen wir YouTube-Kanal, seht ihr, Facebook-Kanal, seht ihr, ja, Musik hört ihr, du machst das genau richtig, am 11. Machen wir am 11.11.? Ja, 11.11. Ja, genau. Wäre auch schön gewesen, aber gut. Da sind ja alle betrunken. Jetzt ist das eben halt nach dem Branchentreffen, wird es halt dann gemacht am 1.11. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil ich denke mal, gerade zu dem Zeitpunkt kommen so viele Produktionen auf den Markt. Und dann kann natürlich sein, dass man mal vielleicht noch ein bisschen runtergeht. Und so hat man vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wenn man das dann macht. Liebe Freunde von Frank Wendler, wir lassen uns nicht untergehen. Ne? Also kommt auf unsere Spargelseite da und dann stecken wir den Spargel da oben. Ne? Ja. Ist klar. Also ich kann auf jeden Fall versprechen, das ist ein super geiler Sound, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ein bisschen mein sprachlicher Woche. Ja, aber ab und zu muss man es ja auch mal sagen. Ja, klar. Wir haben uns schon mal unterhalten, vor langer Zeit über Techno. Da hätte man da mit diesen Tönen, hätte man da, ich weiß es natürlich nicht. Ja, ich bin deswegen. Ja ehrlich, ich komme ja leider nicht, ich komme aus der Techno-Szene, das ist richtig, da kenne ich mich aus, Kraftwerk, Amandün und all solche Sachen. Ja. Dort in der Schlagerwelt, ich war ja mit ihm da in den Niederlanden und dann in Venlo, da haben wir alle und es gibt ja den, wie heißt der, Rotarius oder? Ja, Rotarius. Rotarius, ja, mit so einem rollenden R, der nimmt die alle auf, könnt ihr euch mal auch angucken, der ist ja auch auf meiner Seite, kann sein, dass er sogar hier reinklickt auf dem Weg, wie der Rotarius auch. Begrüßt, der sitzt ja in Köln, macht sehr viele Musikaufnahmen. Da hat man sich auch kennengelernt, wie gesagt, ja, damals eine Wahnsinnssendung gemacht. Ja, das war Spaß gemacht. Wollte gerade sagen. Auch so ein schönes Stückchen da. Korrekt. Mit den Holländern. Ja, richtig, Niederländern. Genau, Renz, Van Renz, genau. Ich weiß gar nicht, ob er noch macht. Ja, also mit dem einen oder anderen hatten wir mal ein bisschen Kontakt, so über Facebook und Co. Ja. Also ist auch nicht alles aus der Welt und ist auch nicht weit weg von uns. Vielleicht sieht man sich ja auch nochmal in den Niederlanden. Muss man also auf Deutsch, darum auch die Sendung. Wir fangen wieder von vorne an. Genau. Ne? Reset. Reset. Wir haben ein Reset gemacht. Hier wird ja auch ein Reset gekommen. Hier wird ja auch ein Reset gemacht. Richtig. Verabschieden wir uns ja. Dann zeige ich nochmal eben hier wegen dem Reset. Dein Freund, sein spezieller Freund. Ja, ich liebe diese Figur. Ja,
die Sprüche alleine. Ja, richtig. Und die Art überhaupt, ja, so eine Figur erfunden zu haben, ist schon... Das stimmt, jetzt sind wir gezwitschert. Jetzt haben wir wieder gezwitschert, jetzt sind wir da rein. Vom Wendler zu Star Wars zum Wendler. Ja. Aber das passt zu uns. Aber es ist einfach, weil ich bin nach wie vor so begeistert von Film von dir. Ich finde ja auch, am 18. geht's los. Heute wurde Release gemacht, du kannst also die Karten schon kaufen. Ist ja. Ja, also wie gesagt, ich schaue mir an. Ich schaue mir den auch nicht. Verloren. Ich werde auch kaufen, ich werde auch bestellen, das ist so. Wenn ich zu Hause bin, werde ich mir auch anschauen, wie ich es immer mache. Ich kann, also wenn ich ganz ehrlich bin, kann gar nichts Negatives finden. Weder, nee, kann ich nicht, ist egal was. Negativ auch, wenn der, ja, wenn der veräppelt wird. Momentan bin ich verärgert, weil ich nicht weiß, ob wirklich stimmt. Was ja, gut, meine. Die Geschichte, jetzt ist ja wieder so ein Ding. Ja, genau. Meine, immer kurz ein Ei dazwischen. Ja, ja, irgendwo ist das immer so im Leben. Ja. Ich meine, ich habe auch so meine Eier dabei gehabt. Ja, das ist einfach so. Mich sieht man jetzt 360 Grad, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was wir da sehen. Oder wo wir das sehen. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir demnächst noch ein paar Verpflanzungen hinten rein. Man weiß, was da alles noch so kommt. Ja, das ist richtig. Die Technik, die geht ja immer weiter. Und, ja, die Technik geht weiter, das ist richtig. Ja. Aber wie gesagt, die Show geht weiter. Wir haben vieles vor. Ihr könnt demnächst beim YouTube-Kanal, Facebook-Kanal. Es wird. Wer mitmacht, wie immer, ist herzlich eingeladen. Er ist dabei. Wir können so viel, nein, wirklich, wir können so viel machen. Wir haben ja auch so viel, um das da machen zu können. Und was wir so alles drauf haben, kommt jetzt.